Ja, jetzt. Der wollte nicht. Sobald es ein bisschen sich anhebt, dann ist gut. Sollte eigentlich gehen. Ja. Und jetzt? Kann ich den reinschieben, bis der erste Teppich, den ich gepackt habe, mit der Wand in Berührung kommt oder sehr nah dran ist. Bis hier könnte ich den Apparat reinschieben oder so. Sieht doch cool aus. Halt von innen beschissen. Aber mit den dicken Wänden auch kein Problem. Kannst du auch solche Sachen rein pupsen. Und den Pillar-Trick mit dem Pfosten, wo du Sachen packen kannst mit dem Pfosten, wenn du Sachen in die Luft heben willst. Die meisten benutzen den Pfosten. Man kann aber auch von der roten Wand den kleinen nehmen oder den weißen großen oder den schwarzen eisigen von hier. Mit denen kann man Sachen heben, aber auch mit der Leiter. Alles, was sich in den Boden versenken lässt, eignet sich dafür. Um jetzt zum Beispiel nicht da oben ein Dach anzuklicken. Oder wenn es nicht will, du möchtest jetzt hier aber ein Dach, das geht hier nicht dran. Aber ich will jetzt ein Dach hier. Dann sollte das mit dem Pfosten oder mit dem Leiterchen funktionieren. Immer weit, ein bisschen weiter weggehen und oben anpacken. Dann hebst du das Teil in die Luft, bringst es dorthin, wo du es brauchst oder möchtest. Du kannst den Pfosten natürlich noch ein bisschen so nach unten nehmen. Dann packst du das Teil wieder. Jetzt hast du es an einem Stück. Jetzt kannst du das Dach in der Höhe anpassen. Und bisschen dran herumzielen. Nehmen wir mal die Richtung ungefähr. Noch ein bisschen Retour, bis es grün wird. Schon hast du ein Dach da, wo es nicht anklickt. Normal. An dem Teil kann man jetzt anklicken. Es klickt jetzt nicht am Beton an, sondern an dem Teil, wo du schon hierher geklebt, gezaubert hast. Und kannst das so montieren mit dem Pfosten. Kannst aber auch die Leiter nehmen und mit der Leiter das Dachteil hochheben. Du kannst sogar noch eine höhere Leiter nehmen und das Teil da ran knallen, wo du es haben willst. Du kannst auch irgendwie, wenn es dir danach ist, irgend solche Sitze nehmen. Oder was haben wir noch gesehen? Beim, es geht sogar, ich könnte jetzt das Motorrad wahrscheinlich auch irgendwie in die Wand hinein klatschen. Ich habe es mal mit Sofas probiert. Ich konnte da die Sofas einfach in die Wand rein komm, nehmen wir mal die Vorderseite. Immer schön nahe dran. Sollte das ein bisschen weg. Mal schauen, ob das geht.
Jetzt habe ich das gepackt. Und vielleicht ist das Dach. Das Dach will nicht. Nee, das geht jetzt mit dem nicht. Okay. Oder ist da was im Weg? Auf jeden Fall kann ich es einfach in die Luft heben. Jetzt hängt es da. Geht es mit dem Sessel? Ich habe das schon lange nicht mehr ausprobiert. Vielleicht wurde das weggepatcht. Also ich konnte früher jeden Scheiß irgendwo an die Wand und in die Wand hängen. Es war egal, was ich da nahm. Schränke, die nur auf den Boden stellen kannst, sobald sie hochhebst, werden sie ja rot. Also ich kann so einen Schrank niemals an die Wand höher montieren. Aber mit dem Pfosten kannst du die natürlich anheben. Und ja, schau her, der geht sogar in die Wand hinein. Ja, der ist drin. Ja, geht viel mit dem Teppich und mit dem Pillar-Glitch oder Leiter-Trick. So, Ada. Hey, wie kann ich dienen? Hör mal.